Ich hab mal mit dem Stream gestartet. Ja, einfach Front nicht auch. Aber ich bin auch im Startbildschirm. Oh. Aber ich hab nie neues Gear. Was hast du? neues Gear. Also neue Ausrüstung. Genau. So, der Multistream funktioniert sogar. Wowie. Das ist nice. Also, wenn ich heute den ganzen Tag Kopfschmerzen habe, bist du schuld. Was? Ja. Warum ich? Weil ich mir die Beyer Dynamics Kopfhörer geholt habe. Ja. Und sie gerade aufhabe. Und wenn ich dann jetzt Kopfschmerzen bekomme, ist das der Common Ground, den wir haben, weil du auch öfters Kopfschmerzen hattest. Aber das lag nicht an den Kopfhörern. Sicher? Ja. Okay. Ah, das geht ja schon gut los. Jetzt fange ich an. Habe ich gerade geswitcht und jetzt lädt der Server nicht. Es konnte keine Verbindung zum Server hergestellt werden. Fail to connect to the server API. Ja, merke ich gerade. Achso, du hast das Problem auch. Okay, gut, dann liegt es nicht an mir. Nee, ich habe das Problem nicht, aber ich bin auch lokal unterwegs. Okay. Ja, gut, ich starte Satisfactory mal eben neu. Sorry für den schwarzen Bildschirm direkt zu Beginn. Doch. Komisch. Offline. Dieser Server scheint offline zu sein. Warum ist das denn so? I don't understand. Ich bin schon auf Fehlersuche. Ich glaube nicht, dass. Ich glaube, das liegt an mir. Mal gucken, ob er jetzt die Verbindung zum Server kriegt. Und warum sollte das an dir liegen? Naja, weil er jetzt nicht mehr offline ist. Oh. Es gab heute Nachmittag ein Update. Von 700 Kilobyte. Was erklärt, warum Satis trotzdem sofort gestartet hat. Ja. Aber der kriegt die Verbindung zum Server trotzdem nicht. Aber die Gameports sind online und sind connected. Die IP-Adresse ist Ah, auch die jetzt. richtige. Ja, das, ich weiß nicht, bei mir spinnt es manchmal ein bisschen. So, ich wollte noch irgendwas machen. Ach ja. Vorher muss ich was präsentieren. Ja, Sekunde. Ja. Muss eben den aktuellen Gamefile runterladen und in den Calculator reinschmeißen. Ah, oh ja, da habe ich auch schon was geplant. Ich habe Eisenstangen, Schrauben, Eisenplatten, verstärkte Eisenplatten, Stahlrohre, Stahlträger, Stahlbetonträger, modulare Rahmen und schwere modularen Rahmen für eine neue Fabrik. Okay. Ich brauche 15 Raffinerien, aber das Beste. 34 Konstruktoren für Schrauben. Oh, wow. So, Moment, das habe ich jetzt. Dann hier einmal neu laden, bitte. Option Synchrom Save. Warum sieht das denn jetzt so anders aus? Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Ja. Weil ich jetzt die ganzen
Alternativrezepte da drin habe. Das will ich aber nicht. Nee, 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 mach das mal hier rückgängig, bitte. Warum denn keine Alternativrezepte? Nee, weil ich das doof finde. Was? Das war mir viel zu aufwendig. Da muss ich ja 50 Maschinen mehr bauen. Es geht um Effizienz. Dadurch sinkt der Ressourcenverbrauch. Das freut mich ganz arg. Bist du dir sicher, dass der Ressourcenverbrauch dadurch sinkt? Ja. Finde ich doof. Tja. Warum lässt du was jetzt explodieren? Ach. Hauptsache, du sprengst mir den Pilz nicht unterm Hintern weg. Nee, ich wollte eigentlich erst zu dir hin werfen, aber dann habe ich gesehen, dass du auf dem Pilz stehst und dann habe ich es gelassen. Den finde ich nämlich lustig. Du musst mal bitte hier nach unten kommen. Oh ja, ich habe das Video gesehen. Ich habe ein Upgrade durchgeführt mit Zwischenboostern. Mhm. Vorher war der Transport langweilig. Ich hoffe, das ist jetzt angemessene Geschwindigkeit. Ich glaube, mir ist schlecht. Jetzt muss man die andere Richtung. Das ist nicht ganz so schnell. Also 100-mal besser als vorher, finde ich. Ich glaube, bei mir dreht sich alles. Oh, dann hättest du gestern das... Oh, 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 oh. Ja, ich hab's gesehen. Mir taten die Augen weh. Deine Epilepsie-Warnung vorher. Ja, der Chat hat sich beschwert, dass denen die Augen weh tun. Alter, das war aber auch echt übel. Glaube ich dir. So, wir haben. Ich habe vorhin den Server neu gestartet. Mhm. Wie sieht die... Ah, oh, super. Eine gleichmäßige Stromproduktion. So, ich werde hier unten jetzt deine Filterproduktion wegmachen. Was? Da wird Stoff hergestellt. Ja, meine ich ja, das mache ich weg. Oh, warum? Weil ich das Zeug für was anderes brauche. Was? Weil ich hier jetzt Gummi herstellen werde. Oh, mein Beileid. Ich muss nur eben gucken, weil ich glaube, ich brauche auch noch Kunststoff. Nee, ich brauche Petrolkoks. Ich will kein Petrolkoks haben. Nee, ich nehme nicht das Alternativrezept. Kann ich da klicken? Habe ich keinen Bock drauf. Ah, so. Sehe ich nicht. Also, ich brauche... Wie viel Eisenerz brauche ich? 500... Sei denn, du sagst, wir haben schon irgendwo eine Fabrik für Platinen. Ja, aber die funktioniert noch nicht richtig. Die ist nur... Also ja, haben wir, aber die ist wirklich low bob. Die stellt eine Fabrik voll Platinen her. Okay, weil ich brauche 30 Platinen pro Minute. Nee, das Standardrezept macht die... Das ist Fabrikator. Die stellt 7,5 pro Minute her. So, ich hätte bitte gerne in diesem Ding hier einfach nur die Standardplatinen. Da wäre ich voll glücklich mit tatsächlich. Dann musst du in den Unteroptionen. Ja, ich weiß, ich habe alle deaktivieren. Ja, ich bin gerade dabei. Aber würde ich an sich eigentlich nicht empfehlen. Ich werde kein Petrolkoks nehmen. Wieso denn nicht? Nee, will ich nicht. Verstehe ich nicht.
Mach ich nicht. Dafür muss ich extra Raffinerien bauen. Und brauch noch mehr Öl. Will ich nicht. Gibt's nicht. Tja. Die Grafik war so schön einfach, als ich die Standardrezepte genommen habe. Und jetzt ist einfach alles nur noch kompliziert. Wieso werden denn keine Aluminiumgehäuse mehr hergestellt? Ach, verdammt. Ach du Scheiße. Hm? Ich habe die Ansicht von einfach auf realistisch umgestellt. Und das ist? Außer ihr sagt nicht realistisch, dann hau ich dich. Hä? Ach ja, da gut, da sind die ganzen Splitter und Fusionatoren und so noch mit bei. Ah. Das zeigt dir wirklich eins zu eins an, was du bauen musst und auch wo du ein Zwischenstück an Flüssigkeitsleitung hinmachen musst, damit der ganze Bums so funktioniert, wie er funktionieren soll. Okay. Das hilft mir tatsächlich gar nicht so viel, muss ich sagen. Das macht das unnötig kompliziert in dem Diagramm. Kann ich nicht einfach alle Standardrezepte nehmen? Ich will jetzt nicht sagen, dass das gewollt ist. So, da hinten habe ich Rohquarz. Und das ist Eisen. Das ist auch Eisen. Ganz wichtig, wo willst du denn bauen? Da gucke ich gerade noch, wo sich das anbietet, die Computerfabrik zu errichten. Weil ich brauche auf jeden Fall Wasser. Mhm. Ich brauche Quarz, Kupfer, Katerium. Mhm. Und ja gut, das Gummi, das nehme ich von hier. Und den Kunststoff. Moment, ich brauche 70 Gummi und 42 Kunststoff die Minute. Ich glaube, dass ich das tatsächlich auch hier noch abzwacken kann. 140 Einheiten Polymerharz, 128, ich mal über 600 Einheiten Polymerharz. Ja gut, dann kann ich dein Gewebegedöns doch noch dran lassen und trotzdem meine Kunststoffteile damit dran schmeißen. Okay, ah, das geht ja. Ja, nur dass das hier furchtbar aussieht. Ich das eigentlich anders machen. Du hast den Baum da weggesprengt. Was? Hm. Welchen Baum? Den einzigen Baum, den ich stehen lassen wollte. Oh. Ja, du ist aber gar nicht so schlimm. Das ist schon okay. Ich verstehe das. Ich meine, wir brauchen schon Natur. Das ist schon okay. Keiner. So, jetzt muss ich mir hier erstmal angucken. Ich glaube, ich reiß einfach alles ab, was du gebaut hast. Und dann baue ich das hinterher nochmal neu. Ja, kannst gerne machen. Das war eigentlich nur, dass deine Fabrik da durchgängig läuft, aber auch meine Teile da, das Gewebe für die Forschung freigeschaltet wird. Mm. Hä? Hier hast du die Wasserpumpe versteckt.
Okay, das lasse ich mal noch da stehen. Das kann aber auch weg. So. Wie viel Wasser brauche ich denn? Dreieinhalb Extraktoren, also quasi vier. Möchte ich dann aber da vorne, glaube ich, platzieren und nicht hier hinten. So. Das ist ja echt low, Bob. So, das da oben kann ich erstmal noch nicht mit wegreißen, weil ich das jetzt gerade, solange die Gummi- und Kunststoffproduktion nicht läuft, brauche, dass dir das schreddert, das Polymerharz. Ansonsten habe ich mir nämlich ein Strom-Problem. Oh ja. Das würde ich gerne vermeiden wollen. Ja, würde ich sehr gut finden von dir. Ja, ne? Schon praktisch, wenn man sich seine eigenen Fabriken nicht zerschießt. Vor allem die Stromproduktion dann. Ich meine, wäre es irgendwas Unwichtiges an Produktion ist, wäre halb so schlimm, aber die Stromproduktion wäre halt schon echt ungünstig. Oh ja. Kann man den wegsprengen? Nein, ja. Don't know. So. Jetzt ist die Frage, wo setze ich die Fabrik hin? So, das kommt auch erstmal nochmal weg. So, jetzt muss ich mir überlegen, was ich mit dem ganzen Stoff mache. Den werde ich mal eben irgendwo zwischenlagern müssen. Und zwar da. Irgendwie funktioniert bei mir die Musik gerade nicht. Ist schlecht. Oh, ich weiß warum. Der Login hat nicht mehr drin. Er ist nicht mehr drin. So. Doch.
muss mir noch kurz überlegen, wie ich das hier am liebsten machen möchte. Weil ich würde mir ganz gerne, wenn das für dich in Ordnung ist, deine Idee von der Batterienfabrik da hinten mopsen mit, dass du quasi wie ein Kreis in den See reinbaust. Hab ich so an sich keine Probleme mit. Das ist gut, dann würde ich mopsen. Ja. So, das Ding ist auch nicht ganz mittig, also lege ich das hier einfach als Mitte feste. Vier, fünf, sechs, sieben. Machen wir mal sechs. Ich mache hier mal noch einen drauf, damit ich weiß, dass das hier die Mitte ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Achso, Moment, vielleicht hätte ich das auch markieren sollen. Eins, zwei, drei, vier. 6. So, jetzt ist nur die Frage, ob wir hier auch 6 in die Richtung kommen. Am besten 7. Drei, vier, fünf. Sechs. Okay, das klappt nicht ganz, aber fast. Ich sollte diesen Hover-Anzug anziehen. Das ist irgendwie gerade mit dem Jetpack ein bisschen schwierig. Ja. Also besonders bei diesen Rundungen. 4, 5, 6, 7. So. Du musst mir mal eine Frage beantworten. Mhm. Was meinst du, ist einfacher, wenn wir jetzt einfach sagen, okay, anstatt alle Eisenprodukte nochmal herzustellen, wir haben die ja in der Basic-Form, einfach zu sagen, okay, ich baue mal eine Fabrik für die Dingsens-Teile. So, Montage-Leitsystem zum Beispiel. Ach du Scheiße. Meinst du, dass wir die Basic-Teile dann in einer Factory herstellen und die dann quasi wegexportieren oder dass wir da hinten quasi alles einmal abreißen? Das war jetzt, wäre jetzt eher so die Frage. Also aktuell plane ich einmal alle Eisenteile in der vernünftigen Fabrik darzustellen. Ja. Aber macht das wirklich Sinn oder macht es mehr Sinn, die Weltraumteile als Produktion dann
fertigzustellen. Moment, ich bin gerade irgendwie ein bisschen lost. Du willst jetzt eine eigene Produktion für die Weltraumteile machen? Ja, halb. Das ist halt die Frage, was mehr Sinn macht. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es vielleicht Sinn macht, wenn wir die Unterteile irgendwo herstellen. Also, dass wir die quasi per Hand eben... Ja. Ne, dass wir uns, je nachdem, was wir halt gerade für Weltraumliftteile brauchen, da dann was erstellen. Mhm. Ja. Und dann lassen wir die Sachen einfach einfliegen, so gesehen. Ja. Ja. Weil man braucht dann sowas wie schwere, flexible Rahmen. Ja. Also diese schweren, modularen Rahmen. Da macht doch diese... Eisenproduktion da bedeutend mehr Sinn. Weil dann nimmt man sich einfach die Teile, die man braucht, packt da einen Drohnenport ran. Ja. Ja. So dachte ich. Mhm. Finde ich gut. Ich habe Muskelzucken in die Auge. Das ist schlecht. Ja, ist eklig. Warum hast du Muskelzucken im Auge? Weiß ich nicht. Aber das wird eine richtig schön nervige Aufgabe. Das finde ich gut. Resealed, dankeschön. Cool, danke. Wieso habe ich das nicht gehört? Was denn?
Er hat subscribed vor 10 Minuten. Oh, nice. Seit 3 Monaten. Also quasi seit Anfang an. Ja. Ja, nice. Oder für 3 Monate gekauft, das weiß ich jetzt nicht. Das ist auch ein Ding der Möglichkeit. Dankeschön. Cool. Aber wieso habe ich keinen Sound gehört? Ich weiß es nicht. Aber ich habe teilweise auch keinen Sound. Bei meinen 3 Monate gekauft. Oh, danke schön. Da kam kein Sound. Frech. Ach, das tut mir echt leid. Bestimmt, weil da nichts hinterlegt ist oder sowas. Da. Dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Also bei der... Ist ja bescheuert. Hm? Ja, da kommt einfach nichts. Ja, cool. Entschuldigung. Kurzen Anfall gehabt. Ja, alles gut. So, letzter Versuch. Dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Also bei mir kam ein Sound, als ich bei dir gesubbt habe, meine ich. Ja, aber Resili hat für 3 Monate gesubbt. Ach ja, stimmt. Und jetzt kam ein Sound. Wupp, wupp. Ja, danke nochmal. Das. Das soll ja hier alles richtig gewertet werden. Na, auf jeden Fall. Es gibt Dinge, die sind wichtig und das gehört definitiv dazu. Oh ja. Musik ist auch wieder mal Premium. Passt gerade wieder richtig gut, ja? Ja.
Du wolltest natürlich sagen, die Musik in deinen Streams ist immer total Premium. Ja, selbstverständlich. Ja, ja, deswegen, dass ich dachte mir schon so, ich wollte noch mal... Du hast mal übersetzt. Na, jetzt wird's depressiv. Doch nicht mehr ganz so Premium. Naja, bei meiner Bauweise, ne? Was erwartet man denn da? Genau. Dafür ist meine Musik aber noch viel zu fröhlich. Bei meiner Bauweise. So. Maximale Verwirrung ist abgeschlossen. So, jetzt muss ich wieder drüber nachdenken, wie das war. Transport. Pause Signal. So, in die Richtung. Blocksignal hierhin und hierhin. Dann geht man hierhin, setzt ein Fahrtsignal. Block hierhin. Ah, und dann hier. Fahrtsignal. Block und Block. Okay, das sollte eigentlich funktionieren. Ich glaube, irgendwo mittendrin habe ich mich mal verzählt. No. Höchst tragisch. Ja. So, alle Signale funktionieren, das ist schon mal gut. Dann kann ich den Scheiß hier auch wieder abbauen. Aber du hast auch nichts gesagt, dass in den letzten Streams bei mir dein Name gar nicht mit dem Titel stand, ne? Oh. Danke für den Hinweis. Ich habe gerade meinen Streamtitel reingeguckt und so, hä? Hä, Moment, stand da nicht eigentlich sein Name noch mit drin? Warum steht er jetzt nicht mehr mit drin? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich den gerade angepasst habe oder so, aber... Okay, gut, ich bin nicht die Einzige, die so verplant ist. Ja, ich muss es ja gefühlt alle 2 Tage mal wieder wechseln. Ja. Oder, nee, jeden Tag. Ja. Ich tu mir ja leid. Ja. Ich hab alles Beton verbraucht. Ist das jetzt gut oder schlecht? Also alles Beton, was hochgeladen war. Weiß ich nicht, kommt drauf an, ob du gerade was aus dem Weltraumdepot brauchst an Beton. Wenn ja, dann ist schlecht. No. Weil da ist nichts mehr. Dass du dir auch nie was mitnimmst, ne? Ich hatte was dabei, ich hatte voll viel dabei. Aber ich habe ja jetzt auch viel gebaut. Da ist viel auch ganz schnell weg. Muss ich da durchs Loch schießen oder kann ich da drüber? Du bist so unreif. Das tut mir leid. Das haben wir einfach nicht gehört, okay? Das ist nicht passiert.
Oh, es hat geklappt. Oh. Ist ein bisschen hoch, aber okay. So. So, jetzt machen wir hier das Ganze nochmal weg und gucken, ob wir jetzt besser wären. Eine geschlossene Platte haben. Ja, wunderbar. Super. So, hier ist im Prinzip überall schon die äußere Plattform gesetzt. Deswegen können die komplett weg. So, ich muss mal eben kurz was machen. Da will ich aber... Ich hoffe, wir kriegen dafür ein Achievement. Okay. Fixit sees what you did there. How creative. I have also been creative. There is something extra special for you in the awesome shop. It is a marvel of technology. It is truly the shape of the future. I will be sad if you do not use it and love it and tell any friends you make in the future all about it. Mal gucken, was wir bekommen haben. Da. Oh. Warte, ich muss deinen Stream aufmachen. Cyberwagon unlocked. While creating this, oh. I did not cheat with the wind, height or length. Das sieht sehr eckig aus und das sieht aus, als würde es Fahr mal bitte damit. Kann man damit fahren? Ja, und hier sind sogar die Einwurflöcher von der Show drinne. Von welcher Show? Als die den Cybertruck vorgestellt haben, haben die Stahlkugeln geworfen. Mhm. Und ja. Eigentlich sollte der kugelsicher sein, hat aber nicht geklappt. Und ja, oh Gott, guck mal, wo der Fahrer sitzt. Sitzt du da nicht immer beim Autofahren? Also ich mach das schon so. Ich würde mir ja Gedanken machen. Aber man kann damit nicht lenken. Es ist ein hübsches Stück Deko. Nice. Okay. Und das hat uns 21 Tickets gekostet. Naja, gut, das geht ja noch. Ja. Das war es mir wert. Kann ich verstehen. Wir haben bis auf die Statuen echt alles gekauft, ne? Ja. Yep. Hm. Das ist schon mal cool. Oh, hast du das Achievement von Peanut gesehen? Nein. Moment eben. Der hat 150 Merkasphären gefarmt. Oh, wow. Mhm. Der muss sehr viel Langeweile haben.
Es ist Peanut. Natürlich hat er viel Langeweile. Oh Mann. Ich meine, theoretisch könnte ich ja gucken, dass ich so viel Gewebe, Gummi und Kunststoff herstelle, dass wir die 600 Schieß mich tot Polymerharz quasi verbraten. Ja. Und dann könntest du das verbesserte Zeug, also so gesehen die Dingsens, dann direkt in Punkte umwandeln. Das Gewebe meinst du? Ja, oder Plastik oder, ne? Das brauche ich ja noch. Ja, ja, wenn du das halt nicht brauchst. Mhm. Diese kleinen Ministeine, ey.
Die sind doch was Tolles. Na, ich weiß nicht. Oh, ich habe gestern übrigens noch ein bisschen Tiny Glade gespielt. Ja. Einfach nur so. Ja, nur so. Alter Schwede, kann man sich da drinne verlieren. Oh ja. Die Befürchtung habe ich auch so ein bisschen. Vor allem, du kannst ja gefühlt alles anpassen. Oh ja. Mir fehlte aber so ein bisschen was Richtung... wie heißt das gleich noch? Richtung... Deko-Objekte. Ja, das Einzige, was jetzt gerade geht, sind, glaube ich, Bäume und... Fenster, wo du so Blumenkästen dran machen kannst. Und halt ja. Lampen. Ja, genau. Das ist an sich cool. Aber da könnte halt noch ein bisschen mehr. Ja. Aber gut, ich denke mal, dass sie dann noch weiter dran entwickeln werden. Gehe ich auch definitiv von aus. Aber sonst macht es echt Spaß, das Spiel. Ja. Dabei ist das eigentlich, du hast ja kein Ziel. Das ist ja einfach nur, du baust ganz entspannt ein bisschen vor dich hin. Ja. Reicht doch aus. Absolut. So, ich glaube, hier mache ich das einfach. Ist ein bisschen gefuscht, aber egal. Naja, da geht es ja auch einfach nur in den Berg rein, ne? Ja, ja. Ich bin gerade echt am überlegen, ob ich den Bahnhof noch umsetze.
Erklär mal. Der hockt ja jetzt gerade hier direkt auf dem Sandstrand. Ja. Und ich glaube, das dürfte industriell kacke aussehen. Das glaube ich auch. Der müsste, ich glaube, 2 Wandelemente nach oben. Dass man hier den Boden setzt. Ja, oh, verdammt. Das Kacke. Hm? Ich sagte das Kacke. Das ist erst recht Kacke. Erst mich anbuben und dann weglaufen. Ich glaube auch. Feiglinge. Oh, ich höre Katzen. Oh. Ich mag keine Katzen. Was meinst du, arbeitest du mit 100% Resili? Ich denke mal, dass er deinen normalen Beruf meint, oder? Er oder sie. Wenn das der Fall ist, ich arbeite zu 100%, ja. Leider Gottes. Ja, aber ich bin ein verdammtes Suchtkiddy. Würde ich jetzt nicht streamen, würde ich trotzdem zocken. Ein und dieselben Spiele. Ja, und dann kann man da nebenbei auch einen Stream laufen lassen. Ja, genau. Das ist auch so der Hintergrund, vor dem ich überhaupt erst wieder angefangen habe. Und das Schlimme daran ist sogar in derselben Frequenz und Dauer und alles. Mhm. Es ändert einfach gar nichts. Nur, dass du halt nebenbei das Knöpfchen streamen drückst. Ja, genau. Okay, das Einzige, was ein bisschen unterschiedlich ist, ist noch, ich würde im Privaten, glaube ich, nicht irgendwelche TikToks machen. Ja, okay. So. Und arbeiten tue ich auch nur, um irgendwie das Suchtverhalten hier zu fördern. Naja, nicht zu fördern, aber zu finanzieren halt, ne? Ja, ja. Ist ja schon fast fördern. Ah. Stimmt auch wieder. Würdest du das Stream irgendwann Vollzeit machen, wenn es finanziell für dich hinkommen würde? Oder würdest du das immer eher so als Hobby sehen? Also ich würde es Vollzeit machen.
Aber da müsste schon echt was passieren, damit sich das Streamen irgendwie auf das dasselbe Gehalt ausübt wie jetzt aktuell. Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, das ist eher relativ schwer. Da würde ich das hier eher als ja, wirklich Nebenbeschäftigung ansehen. Ja. Und bei dir? Oh ja, ich glaube, bei mir auch. Also, es ist sehr unwahrscheinlich, dass man so erfolgreich wird, dass man sein komplettes Leben damit finanzieren kann und ab und zu so ein bisschen Abwechslung und mal Menschen so in echt sehen. Ich meine, ich stehe da absolut nicht drauf. Ich bin da der Letzte, der sagt, juhu, Menschen, ich mag sie. Aber so ab und zu Menschenkontakt ist halt doch gar nicht so verkehrt, habe ich mir sagen lassen. Also, keine eigenen Erfahrungen, aber... Ja. Ich weiß aber, was du meinst. Ja, es ist relativ schwer genau zu sagen. Aber ich finde, es ist halt auch irgendwo, du gehst entspannter an die ganze Sache streamen ran, wenn du sagst, okay, ich mache das nur als Hobby. Als wenn du sagst, ja, ich will das jetzt auf jeden Fall Vollzeit machen. Ich weiß nicht, mich stresst das. Ja, ich weiß, was du meinst. Was ich da eher sehe, ist, dass du sicher sein kannst, dass das Geld, was am Ende des Monats im August reingekommen ist, das wird wahrscheinlich auch dasselbe sein, was im Monat Januar, Februar, März reinkommen wird. Ja. Deswegen mag ich zum Beispiel auch keine Jobs mit Provisionsbasis. Oh nee, das mag ich auch überhaupt nicht. So, wie kriege ich das kleine Fauxpas hier jetzt versteckt? Nehm mal einen bemalten Pfosten in die Hand oder Balken oder Beam, wie auch immer die heißen. Genau, da jetzt einmal klicken. Und da. Dann nimmst du eine Platte in die Hand. Genau, jetzt drückst du H. Ach, verdammt. Hast du? Ja. Genau, und dann mergst du die da rein. Ja. Ich würde Steuerung gedrückt halten. Ah. Und jetzt noch, genau. Ah, du hast sie falsch gesetzt. Drück mal das Ganze weg und lösch den Beam. Bau nochmal so ein Beam. Und jetzt musst du R drücken, bis du Freiform bekommst. Genau. Und jetzt gehst du da auch auf die Kante. Am besten ist mit dem Schweben. Woher wir uns kennen? Ich bin irgendwann in deinen Stream reingekommen und, abgeschrieben und dann irgendwann habe ich gefragt, ob man nicht mal Lust hat, ein Projekt zusammen zu machen. Ja. Ja. Ziemlich genau so war das eigentlich. Und dann, was war das erste? Echo haben wir als erstes zusammen gespielt, ne? Ja, ich glaube, weil wir uns im Stream die ganze Zeit über Echo unterhalten haben. Ja, ich meine nämlich auch. Und dann hat man halt, auf dem Server zusammengespielt. Muss ich das in die Ecke oder da drüben dran machen? Wieder an die Ecke, genau so. Nicht da, sondern an die Kante, so dass es übersteht.
Das funktioniert irgendwie immer noch nicht so ganz zufriedenstellend. Ja, setz einfach mal. Und jetzt machst du dasselbe auf der anderen Seite auch nochmal. Oh nee. Warte, ich zeig's dir eben. Ja, bitte. Gefärbter Träger nimmst du. Freiform. Und dann gehst du hier wieder auf die Kante drauf. Wenn das so platziert ist, drückst du H und viermal nach unten. Und viermal nach links. Ich habe das Gefühl, bei mir snappt er gar nicht richtig. Kante. Ja, genau da. Jetzt H drücken. Und viermal nach unten, viermal nach rechts dann in dem Fall. Genau, und einfach setzen. Und das gleiche auf der anderen Seite musst du das auch noch... Nee, nicht abreißen, sondern da musst du auch nochmal auf den Balken... Genau, nee. Ja, jetzt musst du mit selbst... Ja. Und da musst du dasselbe nochmal machen. Ja, dankeschön. Genau, und dann ist jetzt der Übergang flüssig. Nice. Dankeschön. Ja, bitte. Ja, und naja, seit dem Echo-Projekt machen wir halt gefühlt nichts anderes, als irgendwas zusammen zu zocken. Ja, aber hauptsächlich alles, was irgendwie mit Crafting zu tun hat oder Survival. Ja. Was? Wir haben Echo gespielt, wir haben Planet Crafter gespielt, wir haben Enshrouded gespielt, jetzt Satisfactory. Habe ich was vergessen? Echo, nee. Echo, stopp! Mann! Und das ist nicht das erste Mal, dass das vorkommt. Vor allem nicht während besagten Projekt. Oh ja, das war lustig. Ja, fand ich nicht. Alle 2 Minuten ging der Tri-Style an. Tja. Hey. Ach ja, ich habe ein bisschen Beton für mich selbst mitgenommen. Das ist voll okay. Wenn mich hier gleich irgendeine Spinne anspringt, dann schrei ich. Und, naja, sagen wir mal so, wir haben auch schon diverse weitere Projekte geplant. Ja. Ich weiß gerade nicht welche, aber ja. Hier dieses, was du mir gestern noch gesagt hast. Dieses neue Survival-Spiel, was ein bisschen Draft ist, was rauskommt. Was rausgekommen ist als Early. Ja. Das gute alte Cast Away. Jo, genau das.
Nein, ich höre Katzen. Böse Katze. Bleib mir fern. Ich will töten. Ja, komm zu mir, kannst du Katzen töten. Das klingt nicht gut, wenn ich das so ausspreche. Heißen die Katzen Pursuk? Gesundheit, bitte was? Pursuk. Kennst du das Meme von Gronkh, wo er eine Katze erschießt? Und seitdem heißt es, wenn irgendwelche Sachen getötet werden, die wurden gegronkt. Oh ja, das kenne ich. Ja, genau, das kommt daher. Weil er dachte, Pursuk, das ist die Katze aus dem Spiel, bringt ein Achievement, wenn man die abknallt. Hm. War nicht der Fall, oder? War nicht der Fall. Traurig. Ja, und dann sind daraus Memes entstanden und der Zustand, dass man alles, was man tötet, wird gegronkt. Ah ja, ja, daher kommt das. Ja, okay, ich verstehe, ich verstehe. Das gegronkt kannte ich, ich wusste nur nicht genau, wo es herkommt. Das war sehr lustig. Nee, gegronkt kommt wiederum aus Twitch Clips Germany. Oh. Woher auch sonst? Hm. Wo wir auch schon lange nicht mehr drauf reacted haben. Ach so, genau, das machen wir auch noch so zwischendurch mal. Also eigentlich freitags, aber jetzt gerade kickt die Satisfactory so ein bisschen zu sehr. Ja, und wir seit 4 Wochen sind wir freitags immer unterwegs. Ja, stimmt. Also hauptsächlich. Stimmt, wir haben schon lange nicht mehr reacted, ne? Nee. Ja, es ist sehr lustig. Vor allem, weil ich mich bei den Clips teilweise genauso erschrecke, als würde ich die Spiele einfach selber spielen. Oh ja. Dann wird sich immer dezent über mich lustig gemacht. Ja, überhaupt nicht. Und jedes Mal entsteht davon ein Clip. Ah, Ivo. Ja, genau da. Also ich habe jetzt schon über, also seitdem ich neuen Beton geholt habe, habe ich schon so 2.500 verbraucht. Alter, was baust du da? Was Großes. Okay. Ich weiß zwar nicht, warum ich das so groß baue, aber es wird groß. Wenn du hier deine TikTok-Videos wieder machst, wo du zeigst, was so passiert ist im Stream, soll das ja auch ein bisschen nach was aussehen. Und ich, ach guck mal, die hat 3 Maschinchen platziert. Ja, die denken eh alle, ich mach gar nichts und du baust alles. Finde ich lustig, weil ich finde, du baust viel mehr als ich. Also, viel mehr Fabriken so. Ja, da bin ich mir zum Beispiel auch überhaupt nicht sicher. Ob ich wirklich mehr gebaut habe. Ja gut, meine Fabriken, die sind halt so übertrieben riesig immer, ne? Ja. So, wenn du dir hier die ganze Stromfabrik anguckst, das ist im Prinzip nicht viel. Also es bringt nicht viel Fortschritt, außer dass wir halt genug Strom haben. Ja. Aber es hat halt ultra lange gedauert. Ja. Ja, überleg mal, ich habe da fast 20 Stunden dran gebaut. Oder noch mehr.
Ja, ich glaube sogar noch mehr. Mhm. Ja, so richtig fertig geworden bin ich ja erst vor 2 oder 3 Streams, ne? Ja. Dafür baust du halt die ganzen Eisenbahnstrecken und boah, das war nervig. Die Aluminiumfabrik und so, das hast ja auch alles du gemacht. So, damit hatte ich ja gar nichts am Hut. Wo ich echt gar nicht böse drum bin, wenn ich ehrlich sein darf. Da hatte ich nämlich auch gar nicht so wahnsinnig viel Lust drauf. Was? Ja. Kann ich gar nicht verstehen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Woher die sich kennen, Manni hat was verbrochen, das ist ihre Bewährung. Guten Abend zusammen. Zuschauer, du Arsch. Ah, finde ich klasse. Hallo Zuschauer, schönen guten Abend. Und hallo Nazgul. Und willkommen im Stream. Wir spielen Satisfactory. Oder wir versuchen es. So, ich brauch Gummi. That's what she is, Ach so, aber ich bin nicht erwachsen, ja? Nee. Also ehrlich. So, jetzt muss ich da nämlich gucken, dass ich auf... Oh, das geht sich, glaube ich, genau auf. Oh, das wäre ja Premium. Premium ist immer gut. Ja. So, ich muss auf 675 Polymerharz pro Minute kommen, die ich verbrauchen muss. Okay. Wenn ich bei dem Gewebe... Nee, Moment, das mache ich zuletzt. Erstmal 150 Kunststoff und 150 Gummi die Minute. Scheiße, komme ich damit überhaupt hin? I don't know. Ich auch nicht. Computer. Computer, wo haben wir sie? Bin ich doof? Ja. Da. Blöd, Mann. Arschkuh. Selber. Kühe können nur weiblich sein. Arschbulle. Das würde ich nicht zu laut sagen. Oh, scheiße. Ich habe nicht nachgedacht, bevor ich gesprochen habe. Ich tendiere dazu, das öfters zu tun. Hallo Nazgul. Endlich im Stream. Sehe ich euch immer nur auf TikTok. Ja, wir sind, oder ich bin eigentlich jeden Tag meistens ab 18 Uhr vorhanden. Vorhanden. Ach, anders kann man es auch nicht bezeichnen. Genau, und zwischendurch kommt Manni dann auch mit dazu. Genau, jeden zweiten Tag im Ström. Und ansonsten nur ich ohne Ström und nur mündlich dabei. Ja. Genau. Aber schön, dass du da bist. So, das sind 600 Einheiten Polymerharz und dann kann ich noch... Wir brauchen nicht 75 Gewebe pro Minute. Nö. Da reichen auch 5. Hops, naja, guck mal nach dem Rezept für ionisierte Filter. Okay, vielleicht doch mehr. Oh, ja, das ich will weiß das ich jetzt nicht auch noch da ein. Moment, ich mach mir die Seite nochmal neu auf. Ja. So. Filter, 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 Gasfilter, Jodfilter. Das kommt drauf an, wie viel wir da pro Minute herstellen wollen. Mhm.
Wenn wir 10 pro Minute machen, brauche ich 20 Gewebe die Minute. Und 10 Jodfilter die Minute reichen doch, oder? I don't know. Ja, okay, wenn wir den Server durchlaufen lassen. Mach mal 15 Jodfilter die Minute, dann brauche ich nämlich 30 Einheiten. Ja, wahrscheinlich das wollte ich nicht. Wird es sogar reichen, wenn wir nur einen herstellen. Lass das Teil 24 Stunden laufen. Und dann haben wir trotzdem wahrscheinlich bis zum Umwerfen welche. Aber bei der Anzahl könnte man die gleichzeitig dann in Dingenskirchen reinschmeißen. Ja, ich muss nur gucken, dass ich eine ungerade Zahl an Gewebe brauche pro Minute. Mhm. Weil ich bei Kunststoff und Gummi am Polymerharz immer 2 Stück brauche und bei Gewebe nur 1. Und dann könnte ich das quasi so umrechnen, dass ich genau auf die 675 pro Minute komme. Ah. So, 150 und 5 Gewebe die Minute. So. Ja, ich brauche 2 Gewebe, dann kann ich 2 Jodfilter die Minute herstellen. Das reicht aus. Nett. Hat jetzt auszureichen, so. Ach, shoot, Moment, da bin ich schon bei 450. Hä, ich dachte, die braucht. Ich bin verwirrt. Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Ach, shoot. Er braucht 3, nicht 2. Ungünstig. Dann komme ich mit meiner Produktion nicht für hin. Die Computer nicht hin. Weil für die Computer, wenn ich 20 Computer die Minute produzieren möchte, brauche ich 80 Gummi und wo sind denn jetzt die Platinen? Der hat hier schon wieder so ein Kack-Alternativrezept genommen. Ich mag's. Ich nicht. Merkt man gar nicht. So. Ich brauche 120 Kunststoff die Minute und... Ach Moment, ich kann das doch hier bei Gegenstände anzeigen lassen. 120 Kunststoff und... Wo ist das Gummi hin? Hier geschehen Dinge, die außerhalb meiner Kontrolle liegen. Es wäre sehr lustig gewesen, hättest du Kompetenz gesagt. Manchmal möchte ich dich wirklich hauen. Manchmal möchte ich dich wirklich sehr gerne hauen. Ha, witzig. Du lachst auch jedes Mal, wenn ich gemobbt werde. Ja, auch wieder wahr, okay. Sei dir verziehen. Aber auch nur gerade so. Sehr freundlich von dir. Ja, so bin ich. Nein, shoot! Tja. Psst. Ach, da ist das Gummi hin. Aber warum wird mir das Gummi hier nicht angezeigt? Ach doch, ich war einfach nur blind. Ah. Hä? Ich brauche 120 Kunststoff die Minute. Perspektive. Und 154,167 Gummi die Minute. Okay. Machen wir mal 1 für 155. Wie viel Polymerharz brauche ich dann? Also zwischendurch... Oh mein Gott. Ups. Das kommt einfach ganz genau hin. Es kommt ganz genau hin. Es kommt ganz genau hin. Ja. Zwischendurch hören sich immer diese ganzen Aussagen so an, als ob man hier im Unterricht für die erste Klasse ist. Gustav hat 370 Polymer. Wie viel braucht er, um 400 Kunststoff herzustellen, wenn er... wenn ein Polymer für 3 Kunststoff ausreicht. Ja,
So, genau so fühlt sich das auch an. Oh, so fühlt sich das auch an. Ja, okay. Oh, ist das gut. Okay. Es passt wie Arsch auf Eimer. Abgesehen davon, dass ich 3,7 Wasserextraktoren brauche. Bitte was? Ja, genau. Wie viele brauche ich denn? Ich brauche 3,5 Wasserextraktoren, die mir... Okay, da kann ich eigentlich eine fette Leitung legen. Oh. Was? Ja. Keine falsche Schwäche zeigen hier. Was? Was? Keine falsche Schwäche zeigen? Mhm. Okay. Ja, der, das war gar nicht so wahnsinnig intelligent, was du da gerade getan hast. Was hat Lea denn getan? Nix. So. So, hier habe ich die Mitte vom Kreis. Ja. Das habe ich doch bei Architektur quasi. Oh, das passt. Oh, das ist richtig gut. Oh, lieb ich. Muss ich nur gucken, wie ich das hier mit der Landekapsel mache, weil die ist irgendwie total im Weg, aber egal. Egal. Ja, jedes Mal. Jedes Mal. Oi. Alter Schwede, ey. So, den Wasserextraktor hätte ich jetzt gerne hier hin, dass der dort den Output hat. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier.
Ja. Vielleicht hätte ich die Fundamente noch nicht wegmachen sollen. Aber das werden wir erst herausfinden, wenn wir anfangen, hier die Rohre dann hochzulegen. Ja. So, theoretisch. Das mit den Wanddurchführungen sollten wir eigentlich lieber lassen, ne? Egal, ich mach trotzdem erstmal welche, die mache ich dann hinterher einfach wieder weg. Was für Wanddurchführung? Bodendurchführungen. So. Wasser. Flüssigkeit. Okay. So, ich gehe mal bei dir gucken. Mach das. So. Jetzt kommt das Wasser dann quasi schon mal nach oben. Ja. Ich dachte, du wolltest nach mir gucken kommen. Ja, ich bin jetzt nicht gestorben oder so. Ach so, nee. Dann dachte ich auch nicht. Ja. Heißt, du musst halt erstmal deine Todeskiste wiederholen, ja? Die habe ich schon. Achso. So.
Aber diese Rahmenfundamente und die Balken, die sind schon echt super, super gut. Ja, auf jeden Fall. So. Ach nee, du warst ja hinten bei deiner Fabrik. Oh. Oha. Das sieht richtig cool aus. Nein, mein Spiel ist abgeschmiert. Oh, best viewers on. Bei dir auch? Nee, bei dir. Achso. Ja. ich bin mal ganz kurz AFK und schau nach Jackie. Okay. So.
Ah. Okay, geht das über... Und dann jetzt die 1 Meter Rampe. Den hier halt einen höher. Ja, das wäre eigentlich eine Maßnahme, dass man dann hier den Beton herstellt, den wir benötigen. Ja, und die Deko hierfür muss ich mir mal ausdenken, aber... zurückgekehrt. Welcome back. Dankeschön. Wo war ich bei? Ach ja, Verkabelung. Nein, Dornknopf. Warum nicht? Gib dir mal ein bisschen mehr Mühe. Gründe. Doofe Gründe. Hä? Doofe Gründe. Hier.
1, 2, 3, 4. Warte mal, ist das jetzt auf dem vierten oder vier dazwischen? Mann. 1, 2, 3, 4, 4 dazwischen. 1, 2, 3, 4. Das passt nicht. Naja, dann sind da halt nur drei. Jetzt sind hier ja auch nur drei zwischen. Moin, Lost View. Was geht bei dir? Hallo, Lost View. Hä? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ach so, ja, weil ich 2x3 gemacht habe. Ja, das macht doch. Das macht Sinn. Zwei, drei. Zwei, drei, vier. Danke, Naschkugel, für den Follow und willkommen im Rudel. Schön, dass du dabei bist. Nein, das war der falsche Knopf. Zu. So, Phase 2 abschließend, beziehungsweise mal schauen, ob das machbar ist. Und hallo, ihr beiden. Hallülle. Also, Phase 2 ist definitiv machbar. Ja, doch, ich denke auch. Danke, Lost of You, auch für deinen Follow und auch dir willkommen. So. 1, 2, 3. Schwupp. Oh, ja, ich hab... Nein, 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 das spreche ich nicht aus. Vergiss es. Dann geht nämlich ein Maschinchen im Hintergrund wieder an. Das finde ich gut. Ich nicht. Ich habe Angst, dass ich aus Versehen irgendwas bestelle. Muss da nicht erst noch eine Zustimmung erfolgen? Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie ausprobiert und ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Wenn es sich vermeiden lässt, würde ich es gerne nicht ausprobieren. Hm. Komm schon, tu es. Nein! Niemals! Wow, dass das hier in dem gleichen Abstand zu den Wänden steht, wie die anderen drei, war mehr Glück als Verstand. Wegen der Insel konnte ich die Anzahl der Plattformen nämlich nicht zählen. Oh. Ja, das, ja. Man muss auch mal Glück im Leben haben. Ja. So, das kann weg. Die Maschinchen kriegen aktuell über den Pfeiler noch ihren Strom. Ich überlege nur, ob ich den Pfeiler umsetzen möchte oder ob ich den da in dem Loch drin stehen lasse. Das
Das kann ich dir auch nicht beantworten. Ich meine, erstmal kann ja noch da drin stehen bleiben. Oh. Das Lustige ist, ich habe meinen Affiliate-Status ja vor Ewigkeiten mal gekündigt. Ja. Und ich kriege immer noch Benachrichtigungen mit Fülle bis zum 30. Oktober das blablabla Steuerinterview aus, damit du auch weiter Auszahlungen erhältst. Und ich denke mir jedes Mal so, ich krieg nichts. Ich krieg keine Auszahlung. Und wenn ich da draufklicke, kommt die Seite mit, ups, ich glaube, ist etwas schiefgelaufen. Ach was, sag bloß. Tja. So, genau, das hier kommt dann weg irgendwann. Nur das kann ich jetzt noch nicht wegmachen, weil ich das Polymerharz noch abtransportieren muss. Mhm. Mhm. Oh. Phase 3 ist auch schnell gemacht eigentlich. Ja, Phase 3 hatten wir auch relativ in Ordnung durch, würde ich sagen, ne? Ja. Danach wurde es nur kacke. So, ich stehe total drauf, ich muss es unbedingt ausprobieren. Was? Was? Wo drauf stehst du? So. Und gut, dass sie keine Text vorlesen lässt. Alexa, bestell 20 Puppenhäuser. Ja. Alexa ist vollkommen fein. Aber das musste ich auch umbenennen, weil als ich eine Serie geschaut habe, wo einer der Hauptdarstellerinnen Alex oder Alex hieß, und jedes Mal das Echo los... Ah. Tja. Das Ding losgegangen ist, hat mich das irgendwann genervt und dann habe ich es umgestellt. Bei Computer kann ich es auch nicht nennen, weil ich muss dem Ding sagen, Computer an, damit die Steckerleiste von meinem Computer halt angeht. Tja. Was soll man da sagen, ne? Am besten nix. Ich glaube, ich möchte das hier tatsächlich doch anders machen. Ach ja, der innere schreiende Esel schrie gerade so laut, es war noch nie so zu hören. Wieso hast du einen inneren schreienden Esel? Ich verstehe es nicht. Und ich bin verwirrt. Ja, ich auch. Also einen inneren schreienden Monk kann ich ja noch verstehen, das habe ich ja schon mal gehört, aber Esel? Ja, ich weiß auch nicht. Dann ist gut, dann liegt es nicht an mir. Nö. Habt ihr beiden Hübschen ein paar Tipps für mich? Das kommt ganz drauf an, was du machen willst. Der Verplapperer wegen dem Echo, dann war eine verdächtig lange Pause. Ja. Nun,
Nun. Nun. So, ich würde aber mal eben fix auf Klo gehen. Was? Ja, ich habe zu viel getrunken. Naja, besser als ich. Ich habe... Nein, ich sag das nicht. Und du hast einen gemacht. Was? 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 Nix. Okay. Okay, also, ich bin ganz schnell hoffentlich... Gleich. Bleib nicht stecken. Bis gleich. Ah, ich weiß nicht.
Ölenergie? Ne? Ne? Dass man so schnell wie möglich, wenn man es freigeschaltet hat, auf Kohle und dann auf Öl umstellt. Oh ja, auf jeden Fall. Das Echo kann nur von mir, weil ich auf Manny Maronas Namen geklickt habe, sorry. Ja, Mann, MC doof. Okay. Hallo Toulouse, habt Hallo, ihr Toulouse. Neu begonnen mit der 1.0 oder alte Safe Game? Wir haben komplett von vorne angefangen. Ja. Ich glaube, das Universum hasst mich. Warum? In dem Moment, wo ich hier den Mute-Button vom Mikrofon geklickt habe, klingelt es an der Tür. Oh, wow. Ja. Kohle habe ich schon, mehr schlecht als recht. Wenn ich dir was erzähle, was du schon weißt, dann bremst mich bitte. Aber in dem Calculator kannst du auch Energie kalkulieren. Da kannst du dir quasi dein Stromnetzwerk einmal planen. Da kannst du eingeben, welche Generatoren du benutzt, welchen Treibstoff du benutzt und wie viel Energie du gerne raushaben möchtest. Und dann sagt er dir automatisch, was du dafür bauen musst, damit du auf die von dir gewünschten Zahlen kommst. Ja, das ist richtig gut. Genau, das ist auch bei Planer dann halt nicht Produktionsplaner, sondern ich glaube Energieplaner oder so. Ja. Jetzt habe ich Schluck auf. Ich weiß auch eigentlich gar nicht, was es da jetzt zu lachen gibt. Weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht, deswegen frage ich ja. Ist eine lustige, okay, Situation. Irgendwie fand ich das nicht so lustig. Ist jetzt nicht so mein Problem. Du blöd, Mann. Oh, und bei Schilderung geht Steuerung C, Steuerung V. Oh ja. Was gerade, wenn du die Schilder halt vermehrt als Beleuchtung einsetzen möchtest, sehr praktisch ist. Oh ja. Pina, du Wahnsinniger. Wieso hast du dir so viele Merkersphären geholt? Oder Markersphären? Muss mal am Wochenende machen, weil Kohle schwankt bei mir extrem und ich komme nicht drauf, wo das dran liegt. Meistens ja, an der Wasserproduktion. Ich wollte gerade sagen, also es wird wahrscheinlich am Wasser liegen. Und der Displayport hat jetzt komplett den Dienst verweigert. Dann schon mal gut, dass du straight up direkt ein neues Display gekauft hast. Morgen kommt der neue. Oh Mann. Mutet ihr euch gegenseitig oder kann ich nur in einem Chat schreiben? Du kannst nur in einem Chat schreiben, wir muten uns nicht. Also wir hören quasi die ganze Zeit, wenn der andere anfängt zu reden. Was? Deswegen unterhalte ich mich auch teilweise mit seinem Chat, wenn ich Nachrichten sehe, auf die er noch nicht reagiert hat und andersrum genauso. Weil wenn einer von uns sehr konzentriert am Bauen ist oder gerade Produktionen plant und so, dann kann es schon mal sein, dass wir nicht so wahnsinnig häufig in den Chat gucken. Oh ja. Dann übernimmt das meistens der andere mal ganz kurz. Und hallo der Bierkeks. Hallo Bierkeks. Wasser ist voll, immer allen 16. Sicher, dass das immer zu 100% voll ist. Weil 16 hört sich an, wie viele Wasserpumpen hast du an den 16 Dingern dran? Genau.
Ansonsten kannst du aber auch in den Leitungen gucken, ob die Durchflussrate da auf über 300 oder auf 300 Kubik ist, weil wenn ja, dann dann ist voll. Genau, dann kommt nicht eben doch nicht genug Wasser an. Oh, ich glaube, das, was ich hier gerade mache, könnte bei Nacht halt extrem gut aussehen. Oh ja. Der Bier wo? Der Bier über dir. So, man hat zwar immer mal wieder so kleine Kanten drin, aber das lässt sich leider aufgrund der Rundungen nicht vermeiden. Aber ich glaube, dass das trotzdem sehr, sehr gut aussehen wird bei Nacht. Ich meine, es sieht ja jetzt schon ganz cool aus. Und auch, dass ich die Stromdinger quasi an jedem Teil da befestigt habe, sieht besser aus, als wenn das einmal quer drüber hängt. Ich glaube, gar nichts zu trinken, ja. Moment, mal schauen. Okay. Na, siehst du? Schön. So, die lasse ich mal noch da, damit ich weiß, wie ich die Mitte markieren kann, für den Fall, dass ich es nochmal brauchen sollte. Dann muss ich ganz kurz deinen Stream in den Hintergrund machen. Was? Ja, es tut mir ja wahnsinnig leid. Ich brauche 6, 14, 15 Raffinerien. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15. Und zwar 6 für Kunststoff. 8 für Gummi und eine für Gewebe. Gewebe? Gewebe. Wep, wep. Wep, 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 wep. Ja, es wurde plötzlich hässlich. So, wenn ich jetzt mich hier hinstelle, dann stehst du da, wo nein. Du bist. Ehrlich. Wow. Ja. Erkenntnis des Tages. So, Production Raffinerie. Boah, als ob ich das geplant hätte. Hast du es nicht geplant? Nö. So, 15 heißt in jede Richtung gehen noch 7. Wahrscheinlich. Hä?
muss ich nicht verstehen. Hallo, hör auf, dich so doof zu drehen. Hallo. Hi. Ach, verdammt. Achso, oder Lost of You anders gefragt, wie viele Wasserpumpen hast du an einem MK1-Rohr dran? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, verdammt. 7. So. Macht das überhaupt Sinn, was ich hier gerade tue? Ja doch, das wird schon passen. Okay. Meine Güte, war das unbefriedigend. Hab 8 okay. Pumpen für 16 Kraftwerke. Wasser immer voll bei allen. Kohle kommt von 3 Minern mit 3 Speed-Dings drin. Alle 8 an einer geraden Leitung. Ja, das ist zu viel Wasser für die Leitung. Die Leitung schafft nur 300 Kubikmeter. Die MK1-Leitung schafft nur 300 Kubikmeter die Minute, da musst du mehr Leitungen dranbringen. Alle 8 an einer geraden Leitung mit 2x extra Pumpen. Ja, genau. Also 8 Pumpen machen. In den Pumpen sind keine Speed-Dinger drin, ne? 8 Pumpen machen nämlich über 300 Kubikmeter Wasser. Du machst ja allein mit einer 120 pro Minute. Heißt, du kannst maximal 2 Pumpen an einer MK1-Leitung anschließen. Ja, das Problem ist, dass er das zu schnell rauszieht. What the fuck? Also, auch wenn es so aussieht, als wäre das Wasser quasi immer voll, braucht er trotzdem zu viel. Moment, ich muss mal eben. Wo ist der Satisfactory Planer? Da, so. So, das brauche ich gerade nicht. Stromplaner. Ich habe Kohlegeneratoren mit Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle. So. Wie viel Megawatt macht deine Anlage? Obwohl, wenn du sagst, Moment, du hast 16.
Arbeitest du bei den Bändern mit einem Band, was du ganz oft aufsplittest? Also ist das Band vor den Splittern voll? Oder hast du mehr Förderbänder? Zwischen 800 und 1025. Oh, Moment, ich sollte vielleicht auch auf Laden klicken. Oh ja. Show. Oh, ich bin im Falschen. Da. Okay. Moment, 1025 ist dann wahrscheinlich das Maximum, was geht. Nee, Moment, mit 16 solltest du mehr hinkriegen. Und das Wichtigste überhaupt, kein Loop bauen. Naja, Peanut meinte gerade schon. Okay, beim... Nee, gar nicht, war Toulouse meinte das, sorry. Weil bei dir ist das immer fehlgeschlagen mit den... Dingsens. Also da muss man dann irgendwie eine Grenze reinbringen. Also mit 16 Kohlegeneratoren solltest du schaffen... 1200 Megawatt. Das sollte mit 16 Kohlegeneratoren drin sein. So, du brauchst insgesamt 720 Kubikmeter Wasser. Heißt, du brauchst auf jeden Fall mehr als eine 300er Leitung. Ihr habt die gesplittet, die 8. Okay, je 8. Die brauchen... Nee, die brauchen nur 240 Kohle die Minute. Das sollten die kleinen Förderbänder aber auch schaffen, weil daran kann es auch immer noch liegen, dass die Förderbänder nicht... Also solange die Miner immer leer sind, sind die Förderbänder fein, aber du musst halt, wie gesagt, bei dem Wasser gucken. Weil du brauchst mindestens zwei Leitungen. Wenn du acht... Warte, du hattest acht Pumpdinger. Genau. Ich würde es vielleicht aufteilen, dass du vier Wasserpumpen auf jeweils acht Kohlekraftwerke aufteilst. Dann müsste das hinkommen, weil deine Leitungen sind schlichtweg zu klein. Genau. Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zwölf. Dreizehn. 14. 15. Wie gestört bist du denn? Was? Was? Hä? Was habe ich falsch gemacht? Nee. Deine Rundung da. Hä? Ja, ist doch cool. Oder ja, nicht? Ja. Doch. Das auf jeden Fall. Ich bin nur gespannt, wie du das mit der Dingsens machst. Ja, ich habe noch gar keine Ahnung. Bin ich ehrlich mit dir? Ich glaube, ich knall einfach in jedes Wasserding. Moment, wie viel Wasser brauche ich insgesamt? Ja. Ich brauche insgesamt 381 Kubikmeter Wasser. Es ist gerade irgendwas passiert. Oh, danke Shadow Vamp für den Follow und willkommen im Rudel. Hallo Shadow Vamp. Vamp. Ich höre meine Alerts schon wieder nicht, was mich sehr, sehr nervt. Ich sehe, dass ihr die im Stream hört, aber ich höre sie nicht. Und ich weiß nicht, warum. Manchmal schreien die mich an und mir fliegen fast meine Ohren weg und ich kriege hier einen halben Herzklabaster. Und dann wieder höre ich sie teilweise gar nicht. Ich glaube, ich knall hier einfach Energieschneckchen rein. Mhm. Ja, das wird jetzt ein bisschen aufwendig, aber das kriegen wir auch alles hin.
so wie ich das geplant habe. Dann ist es zwar vollkommen unnötig, dass wir vier Wasserextraktoren, Pumpen, Dinger da haben, aber das ist voll fein, weil es sieht gut aus. Okay. Ja, und ja, ich weiß, Eigenlob stinkt, aber manchmal ist es einfach nötig. Okay, ich habe noch eine Stunde. Ich wollte gerade schon sagen, hoffentlich haben wir noch nicht 9:30. Wolltest du um 9:30 aufhören? Ja. Okay. Ich habe gesagt, dass ich unter der Woche nur noch bis 9:30 mache, weil wenn ich bis 10 Uhr mache, bis ich dann geduscht und im Bett bin, ist es meistens so 10:30, 11 und das ist mir einfach zu spät. Dann komme ich morgens nicht anständig aus dem Bett raus. Okay, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich meine, morgen darf ich sowieso erst um 7 frühestens anfangen, weil ich bis 4:30 noch einen Termin habe. Und dann müsste ich irgendwo noch eine Viertelstunde Pause unterbringen, weil ich dann über 9 Stunden arbeite. Und da habe ich halt keine Lust drauf. Ansonsten wären mir die 15 Minuten einfach so abgezogen und das sehe ich halt auch irgendwie nicht ein. Ja, kann ich nachvollziehen. Das Gute ist, morgen bin ich auf einer Veranstaltung, das passt. Oh ja, morgen komme ich wahrscheinlich später online. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Toll, jetzt wird's Nacht. Jetzt kann ich es trotzdem nicht in voller Pracht betrachten, weil ich hier eine halbe Reling noch drumherum bauen musste. 1, 2, 3. So, die kann 600 Kubik. Das passt. Na, wie hoch pumpt die? Oh, so, jetzt hat der Monitor gar keinen Bock mehr. Okay, kacke. Schön, wenn man sich die Grenzen so setzen kann und das auch durchzieht. Respekt, ich schaff das leider nie. Ja, verstehe ich voll und ganz. Ich müsste sowas eigentlich auch machen. Oh, das klappt auch nicht immer. Aber,
Ich weiß, dass wenn ich es nicht mache, ich das definitiv am nächsten Tag bereue. Also, ja. Hey, die erste Fabrik ist fertig. Wupp, wupp. Ja. So, die ganz großen Förderbänder, die schaffen 700 irgendwas Items die Minute, oder? 720 oder 80, eins von beiden. 780. Wunderbar, okay. Das heißt, ich kann auch das ganze Polymerharz quasi auf ein Förderband zusammenmergen. Mhm. Und dann einmal rundrum laufen lassen. Heißt, ich kann... Ja. Das immer so laufen lassen. Und dann 1200. Warum 1200? Gibt es noch MK6-Förderbänder? Oh, es gibt noch MK6, oder? Ja. Hm. Okay, wir haben erst die MK5er. So, kriege ich da jetzt irgendwie? Wahrscheinlich nicht. Muss ich wahrscheinlich mit einer Wand arbeiten. Ich habe übrigens so ein Walvieh eingesperrt. Ja. Das läuft jetzt hier die ganze Zeit in der Base rum. Okay. So, hier brauche ich dann immer Splitter. Oh, ich habe eine persönliche Torture Chamber gebaut. Bitte was? 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 Ich habe gesagt, ich habe meine Torture Chamber gebaut. Warum? Ich platziere die ganze Zeit falsch hoch und ihr sagt gar nichts. Weil ich was im Internet gesehen hatte, was ich unbedingt mal einsetzen wollte. Hallo Spaddy und viel Spaß im Lur. Hallo Spaddy. Vielleicht bevor ich hier weiter einfach so fröhlich platziere, sollte ich mal ausprobieren, ob ich die Förderbänder überhaupt verbunden kriege. Ach doch, guck mal, das passt ja wie Arsch auf einmal, als wäre es abgezählt gewesen. Ein Traum. Läuft.
Brücke, okay. Was meinst du, Lost of You? Oh. Okay, ihr macht das schon. Ja, das finde ich gut. Was? Hier diese Kisten. Ach so. Oh ja, die sehen richtig gut aus. Danke, Spotty. Ach, das haben wir gerade... Oh, ich habe nicht in den Chat geguckt. Nein! Doch, habe ich nicht. Ah. Hui. Na, wenigstens waren es nur drei, die falsch platziert waren. Ich glaube, der Hund neben mir fietscht mich an. Oh, warum das? Ich weiß es nicht und so wie sie mich gerade anguckt, sie auch nicht. Hat da jemand geträumt? Nee, die steht auf dem Sofa und fietscht. Und ich weiß nicht warum. Ich glaube, der Hund sieht Gespenster. Tja. So, damit er hier weiterhin mit der Rundung geht, muss ich aber immer mal wieder so ein Ding hier platzieren. Ich glaube auch immer mit dem etwas geringeren Abstand. Solange das keine Katze ist, die eine Ecke im Raum anschaut, ist alles gut. Ich glaube, das fände ich gruselig. Das ist auch so ein Grund, warum ich keine Katzen habe. Okay, das war schon wieder too much for me. Na, wenn die irgendwo in der Ecke starren, dann ist da ein Geist oder so. Was zur Hölle? Ja. Are you sure about that? Nein, absolut nicht. Ah. So, hier muss dann quasi das Polymerharz einmal reingehen. Die Frage ist nur, ob ich das innen drin schon einmal merge. Dass ich hier quasi nur noch zwei Leitungen einmal zusammenführen muss. Und wenn ja, kann ich das so machen? Wahrscheinlich nicht. Nicht, dass es nicht durch die Wand geht dann. Ja, hier ist gerade halt ein bisschen wenig Platz. Warum steht das hier alles? Ach so, weil ich das, das ist der Ausgang. Ach so. Damit du aus allen Bahnen die Maximalmenge rausbekommst. Ah, ja, okay.
So. Dann geht das Förderband quasi hier einmal so rum. Dann von hier aus in den ersten Splitter. Genau, die Dinger kann ich auch schon mal wieder wegmachen. Also, sofern ich jetzt nicht irgendwo kolossal verkackt habe, sollte das eigentlich funktionieren. Okay. Ich noch die ganzen Rohrleitungen anschließen. Mhm. Und festlegen, was sie herstellen soll, natürlich. Was hatte ich jetzt gesagt? Ich glaube, 6 Kunststoff, 8 Gummi und einmal Polymer. Ach, 4 Gewebe. Polymergehabe. Mhm. Genau. Ja, 8 Gummi. Mach ich zuerst die 8 Gummi. Hätte ich mitzählen sollen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hä? Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, ich brauche nur 6. Ja. Natürlich. So, jetzt sind die auch schon mal eingestellt. Ich versuche jetzt mal was zu bauen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ach, bestimmt.
weiter aus. Ja, das sieht cool aus. Mit einem intelligenten, programmierbaren Splitter kann ich doch den Output bestimmen, also was wo rausgehen soll, oder? Ja, aber du kannst zum Beispiel nicht sagen, es soll nur XY rausgehen. Also ich kann nicht sagen, aus dem rechten Ausgang soll das rausgehen und aus dem linken Ausgang soll das rausgehen. Doch, das kannst du sagen. Aber du kannst nicht die Menge bestimmen, sage ich jetzt mal. Achso, nee, das will ich nicht. Ich will nur sagen, aus dem rechten Ausgang soll das raus und aus dem linken das. Weil wenn ich hinterher das Gummi und den Kunststoff anliefern lasse, in der Computerfabrik, soll das beides über eine... Obwohl, eigentlich kann ich es auch über zwei Drohnen laufen lassen, dann nehmen die sich nicht gegenseitig die Plätze weg. Ja, das Problem an der Sache ist nur... Wenn eins von beiden übelst voll wird, dann funktioniert das nicht mehr. Ja, okay, dann lasse ich beides lieber einzeln anliefern. So, die Anbindung klappt auch schon einmal. Dann kommt das jetzt nochmal weg. Nein, ich hätte gerne eigentlich... Warum kann ich denn hier nur das komplette Rohrsegment löschen und nicht nur die Bodendurchführung, die ich hier mal hingemacht habe? Hä? Das kann ich dir nicht sagen. Hä, normalerweise kann ich die Bodendurchführung doch einzeln löschen, oder nicht? Ja. Ich glaube, das Spiel mag dich. Hast schon mal besser gelogen. Muckelchen, das bist du selber im Bildschirm, ja? Du guckst dich gerade selber an und feedst dich an. Nur so, falls es dir noch nicht aufgefallen ist oder so. Kraftwerkproblem gelöst. Was für ein Problem hattest du bei deinem Kraftwerk? Ach so. Hat zu wenig Wasser gehabt? Ja, dachte ich mir schon. Ja, weil er kriegt ja keine 700, schieß mich tot, Kubikmeter durch eine 300 Kubikmeter Leitung durch. Aber ja. Es sieht halt immer so aus, als wäre es voll, was halt total verwirrend ist. Machen wir auf jeden Fall nicht so.
Oh Gott. Okay, das funktioniert nicht. So, wenn ich hier jetzt den großen Würfel nehme. Zup. Gott zum Zup. So. Oh, das kann doch nur kacke aussehen. Das wäre mir aufgefallen. Ich dachte mal, es hapert an der Kohle. Oh. Ja, die Vermutung liegt auch halt am nächsten. Carsten? Nächsten? Carsten? Carsten? Wer ist Carsten? Keine Ahnung, das habe ich gerade verstanden. So. Nee. Schau mal einer, guck. Genau, dann darf das hier nämlich auch so bleiben. Und jetzt möchte ich ganz gerne noch Fundamente, dass das hier auf der 2 ist. So. Dann brauche ich noch die Eckrampen. Die packe ich mal auf die 8. Spieler ist im Weg. Nix bin ich. Das muss genau so sein. So. Theoretisch kann ich die Dinger jetzt alle von hier anschließen.
So, dann kann ich nämlich hinterher den Stromkreis so verbinden, dass da dann der Strom dran kommt. Genau, hierfür muss ich mir noch überlegen, wie ich das dann machen will. Die Erdnuss hat was entdeckt, was ich morgens und abends nicht gesehen habe. Sehr gut, sehr gut. Erdnuss ist auch ein süßer Spitzname für dich, Peanut. Die Erdnuss vor allem. Ja, ja. Hm. Wegen Peanut. Macht schon Sinn. Ja. So, und dann hätte ich gerne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich höre schon wieder Katzen. Muss mal dringend was gegen die Katzen tun. Ja, ich habe mich immer weiter von den Dingern wegbewegt. Von den Strichen, an denen ich mich eigentlich orientieren wollte. Ja, das sollte vielleicht passen. Ich habe sie falsch rum platziert, oder? Nein, ich habe sie richtig rum platziert. Nein! So, es ist quasi fast wunderschön, finde ich.
Was mache ich hier? Nein. Nein? Nein, halte dich einfach zurück. Ich weiß, du kannst es. Manchmal ist es schwer, aber du schaffst es. Ja, ich mache hier auch nur Schwachsinn. So, jetzt hätte ich hier gerne dieses hin. Und hier hätte ich gerne dieses hin. Moin, Dragonfeuer. Hallo, hallo. Nee, heute machen wir nicht so einen Schwachsinn wie gestern. Das hat echt in den Augen gebrannt. Komisch. Ich glaube, ich habe das auf Use kaputt gemacht. Oh, oh. Was? Das hört sich ein bisschen danach an, als würde er jetzt genauso durchdrehen wie du. Ah, oh, oh, oh. Und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Hm. Oder ob wir jetzt einen weiteren Ansatus verloren haben. Das hört sich an, als ob wir irgendeinem Kult beigetreten sind. Echt so. So. Der ist auf meiner Map. Oh. Oh ja, ich glaube, dann wäre ich auch kaputt. Aber dann wäre ich auch echt kaputt. Der kommt wahrscheinlich aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Wie weit habe ich die Lagercontainer denn von dem Output weggestellt? Hui! Oh, nee. Bis kurz vor der 2, also bis Mitte. Also quasi eine Plattform. Der war bei kleinen Kohlekraftwerk. Oh. Oh, shit. Ja? Ja. Ja? Was denn? Nix. Wenn du sagst klein, dann ist das die Untertreibung des Jahrhunderts. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass es nicht klein ist. So, das kommt da directly rein. Und dann muss hier noch ein Schild hin, wo Gewebe draufkommt. So, hier würde ich dann gerne die Drohnen hinterher hinmachen. Habe ich gerade genug Zeugs dabei, um Drohnen zu bauen? Wahrscheinlich nicht. Aber das ist auch erstmal vollkommen okay. Dann sollte ich nur einen intelligenten Splitter daneben machen, dass überschüssiges Zeug quasi direkt geschreddert wird. Oh. Ich hole mir jetzt erstmal Zeugs für die Drohnen.
Ich bin am Eingang vorbeigelaufen. Plump. Uiuiui, alles dreht sich nach dem Benutzen der Hypertube. Echt so schlimm? Ja. Okay. So, ich brauche... Also ich muss ja sagen, so eine Hypertube würde ich niemals erleben wollen, wenn Satis in VR rauskommt. Ich glaube, da fängst du straight up das Kotzen an. Ja. Sind nur 56 sind nur 56 Kraftwerke. Nur. So. Kabel, Platinen und Dingensdraht. Auch zwei davon und entsprechend auch zwei davon. Schwere modulare Rahmen brauche ich bitte. Ist hier nichts mehr da. Nichts ist schwere modulare Rahmen. Warum nicht? Oh, weil hier alles. Tschuh. Plump. Ja, theoretisch müsste man das ganze Stahlkraftwerk hier hinten mal auf Vordermann bringen. Ja, da bin ich dabei. Ah. Oh mein Gott. Nee, nicht Settext hier. Also, das ist dann mit in der Eisenfabrik dabei. Mhm. So, jetzt brauche ich noch ein paar Kabel, weil ich glaube nicht, dass ich noch welche im Inventory habe. Was macht meine Hand da oben? Was passiert hier? Drück mal C. Oh. Hatte ich auch schon öfters. Ich war gerade kurz ein bisschen verwirrt. Dragon, wie findest du denn Wukong? Das würde mich mal interessieren. Was wollte ich herstellen? Highspeed-Anschlüsse. Ja. Ja, da habe ich ja gerade genug Zeug für dabei. Den Überschusssplitter muss ich aber vor den Lagercontainern platzieren, weil sonst geht nichts in die Lagercontainer rein, sondern immer direkt raus. Das möchte ich nicht.
Ja, kann ich verstehen. Da muss ich die Lagercontainer nur ein Stückchen weiter nach hinten setzen, weil sonst passen die Splitter nicht mehr dahin. Weil da jetzt gerade der Fusionator noch ist. So. So, jetzt brauche ich noch zwei mobile Miner, die haben wir auf jeden Fall noch. Mhm. Und noch ein paar schwere modulare Rahmen, was echt doof ist. Oh, perfekt. Oder auch nicht. Nice. So. Weil da wird der nicht hinpassen. So. Organisation. Lager Container. So, da sollte der aber hinpassen. So, dann brauche ich hier einen intelligenten Splitter und hier einen intelligenten Splitter. Der Überschuss, der hier produziert wird, soll hier rausgehen. So. Okay, Wukong soll sehr geil sein. Nein! Oh, Gott sei Dank. Aber er hat sich erst heute geholt, also kann man dann wahrscheinlich noch nicht so viel dazu sagen. Hm. Aber ich habe einen Bauplan fertiggestellt. Nice. Das war so klar. Das war so fucking klar. So, mal gucken, ob man das auch richtig umsetzen kann. Aber das muss dann immer an ein Gebäude rangesetzt werden. Oder ich mache für beides einen eigenen Shredder. Dass hier nicht da der Überschuss rausgeht, sondern rechts der Überschuss rausgeht und dann direkt in den Schredder rein. Oh, wie geil ist das denn? Aha, es funktioniert. Schön, wenn Dinge funktionieren, oder? Ja. Also eigentlich sollst du das irgendwo an einem Gebäude anbringen und dann hast du das hier. Warte. Oha. Hier ist A, hier ist B und dann
hast du hier oben auf dem Dach. Hier hast du den Ausgang. Und hier hast du den Eingang. Voll gut. Und dann in der Mitte sieht echt richtig gut aus. Prioritätsschaltung. Klar, jetzt sieht es ein bisschen kacke aus, weil es hier einfach an eine Bodenplatte rangesetzt ist. Aber wenn es dann ein richtiger, eine richtige Fabrik ist, kannst du es einfach außen ransetzen, machst hier so einen Gehweg ran und dann... Ja. Das sieht echt richtig gut aus. Gefällt mir gut. Ja, und das Gute da dran ist, du hast keine Lust. Das Gute da drin. Was? Da dran. Ja, das Gute da dran ist das Gute da drin. Kennst du die Werbung nicht? Nein. Mm. Und du kannst den Bauplan einfach löschen, dann ist der ganze Kack wieder weg. Das finde ich am besten. So. So, dann haben wir da einen Schredder und da einen Schredder. Oh nö, ich habe alle Eisenplatten verbraten. Oh nein. Ja, weil ich Deko gesetzt. Wie hier einfach so random jetzt die Container rumstehen. Oder Transportboxen. So, dann hätte ich gerne. Ja. Hier einen Drohnenlandeplatz. Ich gehe mal hier vorne an die Kante. Hier wird es nämlich wahrscheinlich leichter dran schnappen. Vor allem schnappen. Ja. Und. Gleich ist nochmal hier. Ach ja, stimmt, es gibt ja auch diese, die hier. Was auch immer die hier ist. Ja, du musst auch nicht immer alles wissen. Ich wollte nur eine Anmerkung machen, Madame. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht okay. Die Kackteile kann man nicht lackieren. Okay. Oh, ich produziere Kohle. So, ich möchte jetzt, dass das hier so ankommt.
Das soll da ankommen. Dann ist das untere Förderband für die Gummiteile. Oha. Echt verrückt, was manche Leute so schaffen. Achso, Moment, ich bin behindert. Ich. Was? Und ich bin verwirrt. Du weißt nicht, von wem die reden, ne? Nein, absolut nicht. Das ist Gummi und das hier ist Kunststoff. Du musst mir mal einen Gefallen eben fix tun. Ja. Es ist gerade Semi-Nacht. Ja. Zeig mal dein... Ich spreche nicht weiter. Dein Kreis? Naja, nennen wir es Kreis. Oh ja. Oh. Das ist fett. Mhm. Nice. Und ich dachte schon, ihr beide seid verrückt. Nee. Die Erdnuss ist mal so krass, hat mich so überzeugt, dass ich noch verdammt viel vor mir habe. Oh ja. Oh ja. So, jetzt habe ich dir den Gefallen getan und weiß nicht mehr, was ich machen wollte. Doch. Ich wollte die Raffinerien so einstellen, dass sie von der Menge her richtig produzieren. So, hier ist die letzte Gummifabrik. Ich habe jetzt 8 Raffinerien, jeweils 20 produzieren. Heißt, ich produziere insgesamt 160. Heißt, die hier sollen nur 15 produzieren und nicht 20 die Minute. Na, dann habe ich nämlich 7 mal 20 sind 140 plus 15 sind 155. Genau, das passt dann. So, und bei dem Gewebe ganz hinten soll der nur, was hatte ich gesagt? 5 die Minute herstellen und nicht 30. Oh nein. Oh Gott. Ja gut, ich kann nur 5,1 einstellen, aber es passt schon. So, ich werde das heute nicht mehr in Betrieb nehmen. Aber bestimmt das nächste Mal, also quasi am Freitag. Ruf jeden. Ich bin Freitag nur in der Hundeschule. Es kann sein, dass ich ein bisschen, ganz kleines bisschen später online komme. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem. Ja, so, aber ich Moment. Ich glaube, ich werde mich auch verabschieden. Stimmt, du musst ja auch noch die Videos eben machen, ne? Ja, das ist nicht so das Problem, aber ich merke, dass ich müde bin. Ja, dann so solltest richtig. Du wahrscheinlich schlafen. Ja, genau. So, genau. Gummi, Kunststoff. Das ist alles eingestellt. Jetzt muss am Freitag quasi alles nur noch mit Strom verbunden werden. Nice. Und noch das Förderband vom Polymerharz richtig angeschlossen werden. Und dann läuft das. Dann ist die Fabrik quasi vollständig in Betrieb. Dann musst du nur noch deine Förderbänder verstecken. Meinst du die hier? Ja. Hallo, ein bisschen Förderbandchaos muss auch sein. Ja. Aber mit dem Rest voll Mühe gegeben und hier einfach die Förderbänder aufnehmen. Ich meine, das hier, finde ich, geht ja noch, was da so genau im Kreis rumläuft. Das finde ich noch in Ordnung, aber die Spaghetti-Dinger von da drüben hier rüber sind halt... Ja, du könntest auch einfach welche oben drauf setzen. Hier oben drauf. Wo ist denn...
Das hier ist der Output, ne? Ja. Ja, okay, das geht ja noch. Ja, das im Kreis geht noch. Nur die Spaghetti-Dinger von da drüben bis hier zu den Drohnenteilen, die sehen halt gar nicht so geil aus. Nee, und der Output ist ja jetzt nicht so hoch, dass du zwei Förderbänder brauchst, oder? Das sind zwei verschiedene Materialien. Ah. Das ist einmal, damit die Drohnen mit Kunststoff und mit Gummi beliefert werden. Ah. Mhm. Deswegen brauche ich zwei. Leider. Was ich natürlich machen könnte... Das sieht sonst zwar immer noch nicht wirklich besser aus. Ja, ich glaube, das Verstecken muss ich dann beim nächsten Mal machen. So, jetzt ist es zumindest halbwegs gerade übereinander. Stimmt, ich könnte einfach alles unten drunter herlaufen lassen. Ja, das sagte ich nämlich auch gerade. Ich wollte mal gucken, wie viel Platz du unterhalb noch hast. Ja, so viel. So ein Kilometer. Ja, dann werde ich die am Freitag noch verstecken, dann alles mit dem Strom verkabeln und dann... Ich bin runtergefallen. und dann wird die Fabrik am Freitag in Betrieb genommen und dann produzieren wir für unsere Computerfabrik unseren Kunststoff und unser Gummi schon mal. Genau, eigentlich war geplant, dass ich die Computerfabrik heute baue, aber das sind jetzt quasi alles sehr sinnvolle Vorbereitungen dafür gewesen. Ja, aber du könntest hier in der Mitte hochgehen. Warte, wo ist hier in der Mitte? Wo deine Wasserleitungen hochgehen. Ja. Und dann hier oben drauf die Computerfabrik bauen. Stimmt, das könnte ich tatsächlich tun. Oder du machst hier den Halbkreis, also die Wassergrenze machst du einfach zu einer Glasscheibe und setzt da drauf die Fabrik. Wäre auch so eine Idee. Ja, das werde ich am Freitag mal überlegen. Oder okay. Können wir zusammen am Freitag überlegen. Ach, du kannst bauen, so viel du willst, außer du crashst den Server, dann gibt's Ärger. Ja, naja, auf jeden Fall wünsche ich euch dann noch einen schönen Abend. Wenn du sagst, du machst jetzt auch direkt mit Feierabend, würde ich gar nicht erst an dich weiterleiten, sondern einfach in den Feierabend entlassen. Ja, ich mache auch Feierabend. Also ein bisschen Schlaf muss ich mal nachholen. Außerdem muss ich morgen zur Polizei, da muss man ein bisschen ausgeschlafen aussehen, wenn man mit dem Motorrad vorfährt. Warum musst du zur Polizei? Ach, das hört sich nur lustig an. Die haben eine Veranstaltung bei uns und die haben ein paar Fragen. Ah, okay. Ich dachte schon, du hättest irgendwas verbrochen. Ich glaube, dann würde ich das nicht offen zugeben. Ja, true. Warte, ich kann noch eine klitzekleine Kleinigkeit mache ich noch, bevor ich offline gehe. Okay. So. Okay, alles klar. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten noch eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut. Und dann hören wir uns. Du streamst morgen, oder? Ich stream morgen, ja. Ja, dann werde ich wahrscheinlich wieder wortwörtlich dabei sein, nur halt nicht mit Stream. Ja. Genau, und dann bei mir bis Freitag, ansonsten bei ihm bis morgen und ja. Schöne gute Nacht, bis denn, bye bye. Bye bye, ich bin auch weg, ich wünsche euch ein... Wieso fährt das Auto einfach weg? Ja, den lassen wir jetzt unten auf dem Fußboden da. Ja. Die sagt die immer und schon im Verhörzimmer. Ja, auf jeden Fall. Aber ich hau mich jetzt auch ins Bett. Ich wünsche euch einen entspannten Abend, eine gute Nacht. Und dann hören wir uns morgen und dann machen wir weiter mit der Eisenfabrik. Das wird noch richtig, richtig schön viel Nervkram werden. Da ist es bei Manni hier bedeutend produktiver gewesen. Schweinerei. Ja, also, euch eine gute Nacht, schöne Träume und ja, wir hören uns dann morgen. Cheerio und auf Wiedersehen, bis Brokkoli, auf Wiederschauen, reingehauen. Tschüss. Ja, tschüss.